Wir sind hip, nein, ich der Babybrei. Wir sind hip und sind für euch dabei. Wir sind hip, der Name spricht für sich. Hip macht Videos auf dich. Oscar-Verleihung ist für euch unterwegs, um den Oscar und die Goldene Himbeere für die beste und schlechteste Leistung im Jahr 2009 zu vergeben. Hartmut Medon, Uri Geller und viele weitere sind nominiert. Wer kriegt die begehrte Trophäe und wer muss sich mit der Goldenen Himbeere vergnügen? Jetzt! Kategorie 1, beste Vorsorgemaßnahme in einem Betrieb, nominiert Hartmut Medorn für seine Rolle in Disaster Movie. Kategorie 1, beste Vorsorgemaßnahme in einem Betrieb. Da sind nominiert Hartmut Medorn und Frank-Michael Mross von Lidl. Wem würden sie den Oscar geben? Können wir kurz überlegen. Lidl-Skandal da. Medorn hat keine gute Führung in seinem Bereich Bundesbahn und Lidl hat schon gar keine gute Führung. Nee. Hochlebe Lidl, ne? Wir gehen immer Lidl einkaufen. Das reicht mir. Und ich fahre immer mit der Bahn und die sind immer unpünktlich. Also. Ich würde sagen, den Medorn. Hat er das gut gemacht? Doch, das hat er fein hingekriegt. Keiner von beiden, bitte. Warum? Nö, die weißt du alle Bände nicht leiten kann. Nominiert in Kategorie 2, der größte Nutznießer der Abwrackprämie. Das heißt, wenn ihr euer Fahrrad jetzt zum Schrotthändler bringt, kriegt ihr 2500 Euro, wenn ihr euch ein neues kauft, ja? Das ist alles machbar. Da sind nominiert der Endverbraucher, also ihr beide, der Staat, Deutschland, die Autoindustrie oder die Umwelt. Wer kriegt von euch den Oscar? Der Mehrwertsteuernehmer. Ja. Warum der? Weil der meist davon verdient, das ist der Staat. Ja, normalerweise die Autohändler, die kriegen dann mehr. Erstmal, wenn sie das verschrottet und zweitens, wenn sie sich direkt ein neues Auto kaufen. Diese Abwrackprämie finde ich persönlich nicht ganz korrekt und nicht ganz gerecht. Es ist sinnvoll, diese alten Autos aus dem Verkehr zu ziehen, dafür neue zu kaufen. Aber man hätte sie begrenzen sollen auf schadstoffarme Autos und nicht auf alle. Ja. Autoindustrie und die Verbraucher. Nee, Umwelt. Umwelt. Würde ich sagen. Bringt die Abwrackprämie der Umwelt was? Würde ich sagen, ja. Ja, doch, dadurch, dass... Lass mich mal ganz schnell... Die Bürgermeisterin hier erst. Und zwar dadurch, dass ich der Meinung bin, dass weniger CO2-Ausstoß dann in die Welt geschossen wird. Ja gut, das ist ein Argument. Es sind ja neuere Autos. Jetzt lenken sie ein, ne? Ich wollte das Gleiche sagen. Umwelt. Du? Ja? Warum die Umwelt? Weil das... Wer mehr Fahrrad fährt, ne, das tut der Umwelt gut, oder? Oder Bahn. Auto ist jetzt nicht sehr gut für die Umwelt. Ja, meine ich auch. Kategorie 3, größte Schuld an der Finanzkrise, wer hat die? Die USA, die Banken weltweit, die Kunden selber oder der Klaus Zumwinkel? Ne, der ist auch 2 Euro beschissener Hund, aber... Alle. Die Banken weltweit. Ja, die Banken, würde ich mal. Oder wir selber, ne? Wir sind alle gierig gewesen. Sie sind gierig gewesen? Alle Male haben wir irgendwo spekuliert und haben... Ja. Selber betroffen? Ja. Mich betrifft die auch ein bisschen. Wieso dich? Weil... Bester Illusionist 2009. Wer verspricht, was kann's nicht halten? Nominiert Barack Obama, Uri Geller, Peter Bond und ich. Peter Bond. Sie kennen Peter Bond? Mhm. Sie haben den Dschungel geguckt? Ja. Also nur die Folgen, wo er die Prüfung... beim Bügel mal gerade hängen geblieben. Ich kenne das. Trotzdem war es genial. War da Uri Geller bei? Der war dabei. Ja, dann würde ich sowas. Also den Barack Obama finde ich ganz gut. Uri Geller. Ja? Finden Sie den Jod? Das ist das Letzte. Ich glaube, Peter Bond. Weil der, wenn er Schauspieler hat, weil das nicht echt ist, deswegen. Ich würde sagen Obama. Weil er so viel verspricht, aber nichts halten kann? Richtig. Der amerikanische Präsident. Der Barack. Ich gebe den einfach mal ein paar Vorschusslorbeeren. Vielleicht klappt das ja. Hip TV Internetfernsehen. Nö. Doch. Nur zu der Oscar-Verleihung. Wofür denn? Für die Oscars. Nee, nix, komm.